Willkommen zu einem neuen Part von Anno 2170 ARRC. Jo, im letzten Part haben wir uns ja an eine Route gewagt, an unsere erste Route, nämlich Gemüse, ja, das gesündeste hier. Und haben ein bisschen versucht hier die Sushi-Produktion anzuregen, kann man das Sushi-Produktion nennen. Biokost ist ja quasi dasselbe. Ja, Reis durften wir ja eigentlich genug im Petto haben, oder? Hier, komm, steigen wir mal auf. Ja, 2 Tonnen Reis reicht erstmal für eine Weile. Nee, noch lange nicht. Ja, ich habe mal ein wenig die Auflösung hier hochgestellt und die Frameszahl mal nach hier oben rechts gebracht, denn da oben rechts ist die unwichtigste Stelle. Denn ich habe die Lizenz und die Creditzahl nicht erkennen können. Was für mich ein bisschen scheiße war, aber jetzt müsste es ja eigentlich ganz gut funktionieren. Was, warum habe ich... Achso, ich produziere schon. Ah ja, genau. Okay, ja stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh Gott, ich nehme das Ganze einen Tag später auf und vergesse das. Das finde ich natürlich sehr toll. Was kann man denn jetzt noch machen? Wie ist denn jetzt hier die Produktion? Wie viel lädst du ein, mein Freund? Von 3 Betrieben lädst du 9 Tonnen ein. Ich habe keine Ahnung, ob das genügt. Ich bezweifle es irgendwie. Deswegen will ich sicher gehen und mal hier noch ihn bauen. Was natürlich sehr gut funktionieren wird. Na gut, machen wir es einfach mal so. In der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Meine Hoffnung war ja, hier irgendwie eine Straße lang zu ziehen und dass ich dann hier ein Feld reinpacken kann, aber diese Träume wurden mir leider zerstört. Das tut sehr, sehr weh, das akzeptieren zu müssen, aber ich muss es leider tun. So, aber es muss ja trotzdem hier passen, na locker. Locker flockig und dann können wir hier noch ein paar freie Felder zerstören, denn wir sind in der Zukunft und da muss man alles... Natürliche zerstören, es muss alles künstlich bleiben. Deswegen müssen wir die Stadt hier auch ausrotten, weil überall Bäume sind. Nein, wir können es auch sein lassen. Jo, was kann man denn noch machen? Ah ja, wir haben hier dieses typische Ding. Ja, was wir hier nicht bauen können. Was ist das? Ist nicht dasselbe wie das Ding hier? Ja. Okay, letztendlich schon. Gibt es irgendwelche preislichen Unterschiede? 300, 4, 4? 300, 4, 4? Nee, nicht wirklich. Hätte ja sein können. Aber ist es wohl nicht. Aus Granulat. Der Vorteil von dem hier ist, dass es durch einen Flussbauplatz nichts kostet. Also nichts an Materialien. Aber wir haben hier leider keine Flussbauplätze. Wir können natürlich diese Insel unser eigen nennen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Wir brauchen noch ein Schiff. Hallo Schiff. So, dann produzieren wir mal. Oh, Holz produzieren wir ja aber ordentlich. Na, dann nehmen wir noch 40 Tonnen davon mit. Und 20 Tonnen davon. Und... Na, warum muss das so weit weg sein? Egal, gehen jetzt mal hier hin. Was können wir denn hier auf unserer Insel machen? Wir können natürlich noch mal gucken, wie denn hier der Stand ist. 10 Tonnen, Lager 40. Ui, das ist aber gut. Das ist wirklich sehr schön. Sieht alles relativ gut aus. Nur Gemüse ist ein bisschen... Okay, 9 Tonnen immer noch. Wird schon besser werden, hoffe ich. Und dann wollen wir doch mal eine Fischerhütte bauen. Interessant, dass man das hier nicht hinbauen kann. Ist da was? Dann plante ich dich einfach mal hier hin. Natürlich sollst du nicht dort in die Erde reingehen. So, du gehst dahin. Kann man das irgendwie verbinden, so dass das hübsch aussieht? Oder muss man das hässlich sein lassen? Ich glaube, es wird hässlich. Aber gut, hässlichen Dingen muss man auch eine Chance geben. Fahrzeug fertiggestellt. Es sieht komisch aus, ich gebe es ja zu, aber... Besitzname einer Insel.
Okay, du bist einfach nur hier lang gegangen. Gibt's hier eigentlich auch einen Flussbauplatz? Nö, dann ist es relativ unwichtig. So, Schiff, du bist fertiggestellt. Na, dann lassen wir dich erstmal hier ruhen. Wo ist unser Schiff hier? So, dann bauen wir hier was Schönes hin. Ich finde es auch so toll, dass hier die Strände so schön groß sind. Das macht die Sache ziemlich angenehm. Wie lange ist Trenchcoat eigentlich noch hier? 6 Minuten. Wird das zeitlich hinkommen? Wie viel kostet nochmal das hier? 507. Ja, schön. Oh, wie kann man dich aufstellen? Na gut, Achso, du bist... du. So, wir können natürlich... Genau, wir können natürlich anfangen hier mal ein bisschen zu expandieren. So, wo haben wir dich? Hier. Ist natürlich auch cool, dass wir hier den Platz erweitern können. Also man kann hier einiges auf dem Wasser jetzt noch machen. Das finde ich eigentlich extrem cool. Okay, das funktioniert nicht mehr so. Dann machen wir es halt hier so. Hm. Scheiße. Na, alles nicht sehr klug gemacht hier. Ach komm. Gehen wir hier hin, haben wir noch einen schönen Strand in der Nähe. Passt doch. Ah ja, hier hat man auch Energiegewinnung. Obwohl ich die Windkraftwerke ein bisschen besser finde. Muss ich ehrlich sagen. Also du kannst hier... So müsstest du eigentlich genauso effizient sein, oder? Ja, okay. Super. Auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, das sieht wirklich überhaupt nicht schön aus. Aber hey, meine Güte. Wen stört's? Hm, mich vielleicht. Dich brauchen wir. Oder vielleicht brauchen wir erstmal Werkzeug. Das kann man natürlich auch so sehen. Na gut, dann holen wir dich mal. Und noch ein bisschen Bauzellen. Und Holz, komm. Wir haben es ja dicke. Wieso läuft das eigentlich mit der Werkzeugproduktion so schleppend? Muss eigentlich alles 100% laufen. Das ist 100%, 100%, 100%. Ha, du bist voll? Ja. Das Lager voll ist oder weil die hier nichts reinkriegen? Naja, gut. Passt schon. So, aber wirklich funktionieren tut das hier trotzdem nicht. 12 Tonnen mit Gemüse ist es dennoch knapp. Ist natürlich nicht so toll. Aber die laufen immer noch auf 100%. Das ist gut. Also kann man es ja noch so lassen, rein theoretisch. Dann würde ich das auch so lassen. Hm. So, Schiff, du bist angekommen. Das ist schön. Dann gehst du mal wieder zurück nach Hause. Nach deiner langen Reise von 2 Minuten. Und dann funktioniert das hier schon. Naja, ich verwechsel das immer wieder. Obwohl 1 reichen dürfte vorerst. Ich will mal noch nicht zu verschwenderisch sein. So, und? Komm, hier muss alles mit Straßen verbunden werden. Hä? What the fuck? Interessant. Warum auch immer das eben nicht ging, aber meine Güte, es soll mich nicht weiter interessieren. So, hallo. Ich grüße Sie. Warum auch immer ich das jetzt alles mit Straßen verbinde und auch noch so schlecht, aber es ist nun mal meine Natur, lasst mich. Aber jetzt produzieren wir Kupfer, ja, haben ordentlich Tonnen drin und Sand. Ich bin der Meinung, die produzieren so viel Sand, dass das ausreicht. So, dann können wir ja... Ah ja, Mikrochip-Hersteller. So, wo kann man die denn am sinnvollsten hinplanten? Ich finde die hier ganz sexy. Okay, mehr können wir uns nicht leisten. Yippie! Aber Bauzellen haben wir genug. Wie steht's eigentlich mit Holz? Ach, Holz ist voll. Gut, dann her mit dem Werkzeug. Warum auch immer es so lange dauert mit dieser Werkzeugproduktion. Wir können ja ein bisschen beschleunigen. Okay, da sind schon ein paar Frames. Frame-Einbrüche mit drin. Aber meine Güte. Das soll uns nicht stören. So, nachdrehen wir dich mal um.
So, meines Erachtens müsste das so funktionieren. Hoffen wir es mal. Und dann können wir auch eine neue Route einbauen. Wir können die auch ein bisschen umbenennen hier. Ah, Gemüse. So. Und dann können wir auch eine neue Handelsroute nehmen. Die können wir... Wie hieß das nochmal? Egal, das können wir gleich benennen. So, wie hießen die Dinger nochmal? Kommunikatoren. What the fuck? Kommunikatoren, dann nennen wir es mal so. So. Hoffentlich habe ich es richtig geschrieben. Das sieht gut aus. Okay, hier können wir es wieder entladen. Denn da wollen wir es ja schließlich hin haben und usen dafür Vega. Okay. Interessanter Name für ein Schiff, aber hey, ich habe es mir nicht ausgesucht. Nein, nein. So. Ja, und die Fischerboote fischen dort umher. Ist das nicht herrlich? Kann man eigentlich schon abtauchen? Nee, war erst... Ach so, doch, kann man schon. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben, dass es dann doch funktioniert hat. Aber hey, ich dachte eigentlich erst, wenn man runtergetaucht ist. Wir können ja ein bisschen... Na, ihr beide dich mal. Können wir ein bisschen abtauchen? Ja, du, ja. So, und fahren mal ein bisschen hier umher. Ich finde schön, dass man die Umrisse so erkennt. Abgeschlossen. Rohstoffvorkommen des Unterwassers. Haben wir jetzt ein Plateau entdeckt? Ja, Tatsache. Ui, das sieht cool aus. Das sieht echt nice aus. Neue Insel geortet. Und endlich viel recycelfähige Stoffe, Ölvorkommen. Wir haben Goldvorkommen, Eisen, Kupfer, Uran. Hey. Ich freue mich, behilflich und sein zu können. Platinvorkommen, unendlich viel. Und das Plateau an sich erkenne ich jetzt hier so schlecht, aber das Plateau an sich sieht schon groß aus. Nur gleich zwei entdeckt. Aber ich glaube, die brauchen wir noch gar nicht. Die wären jetzt noch unnötig. Obwohl. War nicht? Nee, halt, das war bei den anderen. Naja, gut. Wir brauchen ja sowieso hier erstmal Werkzeug. Komm, die 20 kriegen wir hier voll. Locker. Schneller. Arbeitet. Sklaven. Danke. So. Ich habe natürlich hier keine Sklaven, die hier illegal arbeiten. Nein, nein, nein. Wie sieht denn unsere Bilanz aus? Plus 183, das ist okay. Wir können ja auch ein bisschen mehr verkaufen jetzt. Merke ich gerade. So, was können wir verkaufen? Kohle? Bringt, glaube ich, nicht so viel Geld. Gucken mal weiter. Bringt Holz mehr Geld? Ja, Holz ist ja doch hier schon ein bisschen besonderer. Wir verkaufen das hier auf jeden Fall. Gehen wir mal auf 30 Tonnen. Wunderbar. Und ich würde sagen, wir... Holz brauchen wir. Und Kohle brauchen wir nicht. Also können wir es verkaufen. Yay. So, Trenchcoat ist abgereist. Die Insel finde ich irgendwie interessant mit diesem Berg in der Mitte. Ist nicht cool. Und hier schwebt ein Adler. Beziehungsweise fliegt. Beziehungsweise gleitet. In den Berg hinein. Fliegt jetzt echt? Nein. Okay. Der Adler ist doch nicht so doof, wie ich dachte. Hübsch, hübsch, hübsch. So, 20 Tonnen Werkzeug. Und von dem Rest haben wir auch noch genug. Das ist schön. So, dann können wir ja gleich mal... Wie sieht's denn hier aus? Sand haben wir genug. Kohle sieht aber schon ein bisschen spannend aus. Dann bauen wir nochmal eine Kohlemine. So und... So und so, schön. Wenn ich mal wegklicke. So, perfekt. Und Sand müsste eigentlich trotzdem funktionieren. Wo ist jetzt so ein Meer? Nur bedingt mehr. Ha. Aber Mikrochips, die sind nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so verändert wurde, aber man kann anscheinend doch hier zwei, also ein Mikrochip-Hersteller für einen Elektronik-Hersteller benutzen. Wir haben ja auch
ordentlich was Uran haben wir leider nicht. Sehr enttäuschend, denn dabei ist Uran doch das Schönste noch auf der Welt. Ah, nicht wirklich. So, jetzt steigt natürlich Kohle kontinuierlich. Wir können natürlich noch einen dritten bauen. Den bauen wir mal hier hin. Und den Rest können wir uns schon wieder nicht leisten. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ja, Mensch, scheiß doch hier auf die Ökobilanz. Das ist in diesem Fall verunnötig. Ja, ich bin schon sehr nett. Ich weiß. So, nehmen wir mal ein bisschen was auf Reserve mit. Die Ökobilanz weiter auf meinem Radar war. Minus 26, ist ja schon ordentlich. Wie viel nimmt er jetzt hier mit? 6 Tonnen. Ausbaufähig. Auf jeden Fall ausbaufähig. So, dann bauen wir noch einen hier hin. So, beobachten wir das Ganze mal. Okay, 2 Tonnen. Es wird immer noch mehr. Ich finde es so toll, wie die alle aufploppen. Das sieht witzig aus. Muss ich ja mal so sagen. Okay, aber rein theoretisch müsste alles 100% laufen. Und du kannst übrigens auftauchen. Muss dich nicht mehr verstecken. Niemand lacht dich aus. So. 7 Tonnen haben wir jetzt. Und ja, das müsste sich jetzt eigentlich füllen. Aber an Gemüse mangelt es immer noch. Das ist nicht so gut. 5 Tonnen jetzt noch. Okay, 10 Tonnen bringt da rein. Das ist schön. Laufen die denn auch alle zu 100%? 100, 100, 100. 100, 100, 100. Mensch, so wie es laufen soll. Yeah, perfekt. So, und dann bringen wir noch ein bisschen Material. Von was brauchen wir das? Eigentlich nichts, ne? Habe ich jetzt eigentlich Scheiße gebaut? Sieht fast so aus. Na gut, dann bauen wir halt hier noch einen hin. Maximum der Lagerkapazität erreicht. Ich weiß, danke schön. Warenlagers empfohlen. Aha. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Scheiße, jetzt habe ich mich wegen dir verbaut. Ja, man muss immer anderen Leuten die Schuld geben. Das ist ein natürlicher menschlicher Instinkt. Aus der Urzeit. Ja. Ich weiß es. So, wir könnten das Ding auch drehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Joa. So, genau. 5 Stück. Mensch, das passt perfekt. So, das muss jetzt eigentlich reichen. So, und hier immer noch 100%. Irgendwie kann ich das noch nicht so ganz glauben. Aber es ist tatsächlich alles 100%. Und vor allem sogar ein bisschen was. Und Kupfer ist ordentlich. Kupfer können wir verkaufen. So, verkaufen wir mal ein bisschen Kupfer. Auf 5 Tonnen. So. Können wir noch irgendwas verkaufen? Sieht nicht so aus. Okay, lassen wir das. So, kann man denn noch hier? Haben wir hier noch einen Slot frei? Nee, wa? Nö, schade. Okay, okay. Aber es füllt sich alles, das ist gut gefüllt. Ja, Mensch, das läuft. Können wir ein paar mehr Einwohner bauen. Einwohnerhäuser. Keine Einwohner. So. Wie groß ist denn dieser... Ach, den können wir uns doch gar nicht leisten. Ja, ne? Gut, dann lassen wir das. Ich weiß, der verbraucht ein bisschen Platz. Wir machen das mal so und dann so. Sieht zwar alles ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert schon irgendwie. Dann nehmen wir mal hier noch 2 Außenseiter mit rein. Natürlich hier erstmal ganz schön viel leerer Platz, aber ich habe keine Ahnung, wie groß das ist und ich möchte so eine Art großen Platz haben. Das wäre schon cool. So, die haben zwar jetzt hier nichts, aber sie können aufsteigen. Hoffe ich. Ja, steigen einige auf. 750 brauchen wir für neue Gebäude, glaube ich. Sehen wir ja gleich. Tatsache. Ich bin schockiert. Ui. Ja,
machen wir so, da ist diese Treppe. Und dann würde ich vorschlagen, bauen wir einmal drumrum und dann noch hier. Nach getaner Arbeit noch ein Schnäppchen in der Hängematte. Und dann wird so. So. Da einen hübschen Baum. Okay, ich hätte jetzt eigentlich auf einen Baum gehofft, der irgendwie besseren Untergrund hat. Aber leider ist dem nicht so. Dann baue ich doch erstmal sowas hin. Das kann man ja noch ausbessern. Soweit können wir dann machen. Das stellt die Grundbedürfnisse zufrieden, so stellt das Bedürfnis nach Informationen, reduziert die Bevölkerungszuwachsdauer, erhöht die Steuereinnahmen für alle Eco-Wohnhäuser mit im Einflussbereich. Oh, schalten wir mal das ein. Weil sie Leute rumhüpfen sehen, denken sie sich, oh ja, jetzt muss ich mehr Steuern zahlen, das ist cool. Aber ich würde diesen Part an dieser Stelle jetzt beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.